Hallo, Freund. Voll fail. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Camelo. Ja, hallo, Virus. Ah, wir befinden uns heute bei einem kleinen Event, und zwar dem Michael Schumacher Gedächtnis-Event, nenne ich es jetzt einfach mal ganz blöde, worum wir gebeten worden sind. Und ja, wir fahren den 2004er Ferrari F2004. Ne? Ich muss dazu sagen, ne, ich habe es ja so mit Gas aus der Kurve raus und so. Ich bin vorhin mal, bevor wir jetzt offiziell starten, um das mal anzumerken, der Sound mega geil. Also nicht zu vergleichen von dem, was heutzutage im Fernsehen geliefert wird. Dieser Sound ist absolut never. Ja, und wenn du überlegst, 2004 war auch noch Formel 1 wirklich Formel 1. Ich sag mal so, da ist man als Jugendlicher da gesessen und hat dann noch mit Fatty und so, sage ich jetzt mal ganz blöde, noch Formel 1. Also richtig gebannt verfolgt, nicht so wie heute, euch guckt mal eben so rein oder sowas. Da hat wirklich noch fast jeder Formel 1 geschaut. Und das war so richtig geil. Vor allen Dingen, das Wetter draußen war noch warm, Fenster auf Kippe oder Sperrangel weit offen und dann richtig schön Formel 1 Sound. Oh, alles klar, du hast von dem zweiten Haus aus der Formel 1 Sounds gehört. Also, mega. Da wusste man, was Formel 1 war. Und wenn du jetzt mal siehst, Alter, was die neuen Karren, wie wenig Speed die nur noch drauf kriegen, ey. Ja, was heißt wenig Speed? Wohl dafür, was da drin ist, die schaffen auch noch über ihre 300. Das ist noch alles. Ja, schöne alte Bulli mit 350, da kommen die nicht mehr ran. Ja, nee, aber dafür kommen sie besser auf die Ecken. Nee, ja. Aber dann haben wir mal so kleine Eckdaten. Also das ist der letzte Ferrari, mit dem Michael Schumacher Weltmeister geworden ist, 2004, wollen wir mal eben anmerken. Die Göttin schlechthin. Ja, wird befeuert von einem V10-Motor, 3 Liter, mit 900 Peseten. Ja, nicht kennt, so wie heute bei 1000. Kennt einer das Handbuch. Ja gut, irgendwie musste man sich ja vorher mal so ein bisschen informieren, dass man da mal so ein bisschen... Ja, und der Virus ist... Geh wieder von bereit runter, sonst kann ich nicht weiterlesen. Danke. Ja, eine Länge von 4,5 Meter, also 4,50 Meter ist die Karre lang, musst du mal überlegen. Das ist schon ganz schön lang. Ja, 1,80 Meter breit. 959 Zentimeter hoch. Also das ist wenig. Ja. Aber auf dem Schleifstein, Alter. Und 3 Meter Radstand. Also das ist nicht gerade viel. Und mit Fahrer wiegt das Ding nur 600 Kilo. Also je nachdem, wie schwer der Fahrer ist, aber circa, ne? Ja, kein Wunder, dass du flöten gehst, wenn du mal überlegst, dass die Wagen heutzutage, wegen den ganzen Spoiler-Mist, den sie da dran haben, dass dir dann die Karre dann auf den Boden klebt, du. Naja, da sind ja kaum Spoiler dran, da ist ja nur vorne und hinten einer, mehr ist da ja nicht. Also so, mir wäre es das gelieben, so dieser 2004er, nur etwas bisschen moderner, aber mit dem Schnickschnack halt dran, dass der besser auf der Straße liegt, aber trotzdem diesen V12. Ja, das könnte schwierig werden. V10, Keule, nicht V12. So, Reifen, da hat es damals noch Bridgestone-Reifen auf 13 Zoll BBS-Felgen. Ja, das war damals noch was. Und nur eine Reifensorte, nicht so wie heute Hypersoft, Ultrasoft, Megasoft und hast du nicht gesehen. Benzin gab es damals von Shell, damals war noch mit Tanken. Und die Fahrer waren damals Michael Schumacher und Rubens Barrichello. Und das Ding, muss man dazu sagen, 20 Starts und davon 15 Siege, 12 Pole Positions davon und 12-mal schnellste Runde in jedem Rennen. Also, das ist schon krass. Das Ding hat 282 WM-Punkte eingefahren bei 20 Rennen und 30 Podestplätze. Das ist schon heavy. Die hatten damals so 20 Rennen und keine... warte mal, jetzt habe ich mich verwurstelt. Egal, das nehmen wir wieder zurück. Aber das war schon heftig, du. Ja. So, würde ich mal sagen, bevor wir uns hier weiter verquatschen, starten wir mal ins Training. Natürlich in Monza, ne, muss sein. Also der Schumi, der hatte seinen Wagen echt verdammt gut unter Kontrolle. Wenn du mal überlegst, Alter, dass die Karren in der Kurve, wenn du zu viel Gas gibst, der kannte das echt gut. Also mein Respekt nochmal an Michael Schumacher raus und all die damals gefahren sind. Wahnsinn, also das ist heutzutage nicht mehr so. Naja. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. So, ich nehme natürlich das etwas schnellere Setup, das heißt aber auch für mich, ich lege mich in der Kurve auch schnell auf die Fresse. So, wollen wir erstmal wieder, Teamkollege ist der Camilo. Was? Echt? Ja, nicht, du fährst auch Ferrari, oder? Ja, das ist ja egal. Man muss gucken, was neben einem in der Box steht. Ach nee, hier fährt jeder für sich so. Ach gut, okay, guck an, ich hab nämlich ein Renault neben mir stehen.
Okay, oh, schade. Ja, hier kannst du das schlecht einstellen bei denen. Unsere erste Saison, die lief ja nicht so toll. Ach doch, ich habe doch eine Teamkollegin, Sophie Lefasseur. Na, wieder die blöde Französin. Französisch klingt das auf jeden Fall, aber ob so blöd ist, glaube ich eher weniger. Doch, die ist letztes Mal auch mal Letzte geworden. Hast du den besten Teamkollegen, den du kriegen kannst? Ja. Vor allem, wenn man mal so guckt, dieses kleine süße Lenkrad, du. Also schmale Lenkrad. Man achtet auf die Reifen, ich kann das merken, die sehen aus wie die heutigen Treckerreifen vorne, die zum Lenken. Also, schon geil irgendwie. Also, ja, ein bisschen Fantasie gehört schon dabei. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Aber ist schon echt Heavy Metal, ey. Aber 19.000 Touren dreht der Motor, das ist schon hart. Deswegen. Das ist geil, ich liebe das Geräusch, das ist einfach. Leicht und dann merkst du schon, dass die Karre rübergeht. Und wenn jetzt einer von euch jetzt sagen würde, Alter, die Karre, die ist nicht so, ihr müsst euch das selber mal, das DLC müsst ihr euch mal besorgen. Und ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet, das DLC. Auf einfach mal recht herzlichen Dank an Codemaster für die liebe Spende des DLCs. Finde ich richtig geil. Danke. Ja, nicht nur für das DLC. Ja, man muss da echt aufpassen, alter Verwalter. Der Sound, Alter, oh, es ist offen, Alter, ich bin hin und Flamme, du. Hier gibt's kein Netz und doppelten Boden. Stell mal vor, du hast eine Alt und die kreischt so, das ist unverzeihlich. Nee, danke, du. Ich weiß nicht, wie sich Jeremy immer fühlt. Ja, ich weiß, der war jetzt nicht so toll. Füße hoch, flach. Sound ist aber Burner. Nein! Da haben wir den ersten Dreher! Nö, Dreher nicht. Sagen wir mal so, den ersten Spoiler angefahren. Oh. Aber Wolf. Es war kurz vor der Boxeneinfahrt, von daher nicht so schlimm. Konnte ich direkt reinfahren. Oh Mann, ey. Nicht eine Runde hingekriegt gerade. Ja, aus der Kurve, aus der letzten Kurve, bist du zu viel Gors und dann warst du was. Spar dir das. Wir sind nicht, ja. Der Vermonza, ey. Ey, ich weiß. Michael, das so hingekriegt hat mit dem Auto, Alter. Oh, Mann, oh Mann. Ja, sag ja. Die zickige Göttin ist das hier. Na, die haben ja nicht umsonst das springende Pferd da vorne drauf, deswegen. Naja. Oh, sind die Reifen dann noch gut für einen Stint? Oh, geht noch. Ja. Jeff, laber nicht, lass mich raus. Oh, oh. Ah, Mann. Oh, Virus P1. Alles klärchen. Das können wir ja nicht so stehen lassen, du. Ah, herrlich. Aus der Box raus ist hochbeschleunigen. Wow. Ach, Mann, ey. Aber die Bremsen sind der Burner bei dem Ding. Ja, die sind gut. Die sind super. Vor allen Dingen sind die damals ja noch um einiges schneller unterwegs gewesen wie heute, wenn du das mal anguckst mit dem Speed, weil du da drauf kriegst. Auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Aber Kontrolle ist was anderes, du. Also aus den Kurven so raus beschleunigen wie heute geht nicht. Nein. Nein, nicht mit den neuen Karren. Die alten waren definitiv da ganz anders gebuppt, ey. Also mit den neuen kannst du direkt aus der Kurve raus aufs Gas. Hier ist, ja, erstmal streicheln angesagt. Wie ihr gerade bei mir gesehen habt.
Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt mal eine gezeitete, eine gewertete Runde fahren darf. Sieht gut aus. Man möchte gerne sofort immer drauflatschen, aber es darfst du nicht machen. Du gehst dann weg, also. Vor allem müssen wir mal gucken, wie wir uns gegen die etwas neueren Autos, die jetzt auch hier mitfahren, behaupten können. Ja gut, es fahren auch ein paar ältere, also 2002er Ferraris hier mit, aber... Oh, das wird wieder eine super Zeit, oh! Super Zeit, oh! Ui! Hat der Virus einen guten Dings erwischt. Oh ja. Ist gerade mal schön nice, geil, ey. Ich freue mich schon ehrlich gesagt auf das neue Formel 1 2018 von Codemasters. Ich bin gespannt, was wir da grafischmäßig jetzt sich wieder geliefert haben. Und da ist ja glaube ich der Hockenheimring dabei, da freue ich mich ja so drauf. Das ist mal wieder so eine Strecke, ey. Die könnte man doch, die Strecke ist keine kleine Strecke. Vor allen Dingen Frankreich ist auch mit dann dabei. Frankreich kriegt ab dieser Saison auch eine Rennstrecke oder hat eine Rennstrecke diesmal drin. Okay, cool. Und vor allen Dingen, wir sind ja die sowieso dann beim Spiel live dabei. Ey, das wäre eine Bestzeit geworden, eine neue. Das gibt's doch nicht. Diese letzte Kurve, diese verpiepste letzte Kurve. Ich krieg schon wieder keine gewertete Zeit. Boxen Stop. Momentan sind Abnutzungserscheinungen. Egal, auf ein neues. Ist ja Gott sei Dank nur Training. Aber trotzdem muss ich mal, will ich jetzt mal eine Zeit haben, gibt's doch gar nicht. Ja komm, ich fahre noch eine Runde, was soll's. Boah, aber manche Autos, die man so, wenn man in die Box geschoben wird, auf der Geraden vorbei zischen hört, die hören sich nicht mehr so geil an, ne? Wenn du dann einmal in den roten Zahlen drin bist, kommst du auch so schnell nicht wieder raus. Vielleicht sollte ich mein Setup wieder runterstellen, dass ich wenigstens in der Kurve ein bisschen besser rumkomme. Was macht der denn da? Der, wieso bremst der so stark ab, ey? Ach, ich wollte auch noch andere Reifen haben. Alter, die Bremsen sind ja super, ey. Hammergeil, so. Wow. Also bitte, weil wenn ich jetzt mit einem moderneren gefahren wäre, wäre ich wahrscheinlich hinten drauf gezimmert. Die Bremsen haben noch nicht so gut reagiert. Krasses Herr. Yo, nein, jawohl. Hat er sich kaputt gedümmelt? Ist natürlich jetzt nicht so knorke, aber egal. So schnell kann es gehen. Einmal Curve und weggezimmert und Curve die Bumsti. Ja. Ja, so. Oh, jetzt liegt er schon stabiler in der Kurve als mit dem, was ich vorher gefahren bin. Schau mal den Camillo. Schau mal den Camillo mal zu und lauschen den Klängen des damaligen Formel V10 Heinz-Wagen. Das habe ich jetzt sehr gut ausgedrückt, sehr gut. Was? V10 Heinz-Wagen? Vodafone-Zeichen drauf, nur. Ja, da. Das Shell-Zeichen haben sie auch noch drauf gelassen, nur leider nicht das Marlboro-Zeichen. Ja. Traurig, aber wahr. Boah, der Sound, das ist geil. Wenn man da gerade mal nicht redet und das so genießen kann, beim Zusehen so geil. Ja, man sieht, wie Daniel noch nicht drauf geht, aber jetzt gibt er wieder Gas. Weißt du, die Kurve, die du da machst, dann drehst du dich sofort. Und das war ja die Kurve, die mir gerade mal zum Verhängnis wurde. Ja, also, mir hier immer diese hier, die jetzt kommt, die letzte. Da bin ich immer zu schnell auf dem Gas.
Du willst, wollte sich schon wieder umdrehen, die Sau. So, jetzt aber. Gucken, was es so an Speed gibt hier. Der Sound. Ich vermisse das, Alter. Boah, die müssen so, so ein Sound-Duplikat noch reinmachen in den neuen Wagen, so. Damit das wenigstens so klingt wieder wie echte Formel 1. Ja, die sollten wieder dickere Motoren nehmen, das ist das. Das ist. Aber das kriegst du heute nicht mehr durchgesetzt. Wow, was macht denn der für Schlenker da, ey? Vor allen Dingen müsste es dann auch wieder tanken einführen. Das war ja damals auch mal geil. Die Tankstops und so. Das hat ja Spaß gemacht. Reifen wechseln und tanken. Du hast da richtig mitgefiebert. Wenn du, ja. Wenn du, und dann du siehst dann eine Bestzeit nach dem anderen dann so beim Stop, wo ich denke, Alter, die Boxencrew ist mal richtig gut. Ja, richtig schön. Wo du dir gedacht hast, Lauschen. Hoffentlich lassen sie nicht den Rüssel stecken oder hoffentlich ziehen sie es früh genug wieder raus. Da musste jeder Handgriff sitzen. Oh, jeder. Ja. Oh, das war. Aber ich muss auch sagen, der 2004er sieht gar nicht mal so. Oh ja, da geht er weit raus. Oh, da war Feierabend für den Camello. Ach ja, da wollte ich wieder zu viel. Das sah so gut aus von der Zeit her, aber egal. So schnell kann es gehen, ne? So schnell, ja. Also wow. Ich noch mit meinem Toro Rosso-Helm hier. Passt jetzt nicht. Egal, das heißt keine Zeit für Daniel im Quali- Training. Wo bist du denn schon, ey? Qualifying kommt noch. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im Qualifying, oder was? Jo, würde ich auch sagen. Bis denn. Tschüss.